Bei einem Vulkanausbruch in Indonesien sind mindestens 11 Menschen ums Leben gekommen. 3 Überlebende seien geborgen worden, teilten die Rettungskräfte am Montag mit. Zum Zeitpunkt des Ausbruchs hätten sich 75 Bergsteiger in dem Gebiet aufgehalten. 49 Bergsteiger seien evakuiert worden, viele würden wegen Verbrennungen behandelt. Der 2891 Meter hohe Vulkan war am Sonntag ausgebrochen und hatte Asche bis zu 3 Kilometer hoch in die Luft geschleudert. Videoaufnahmen zeigten eine riesige Aschewolke, die sich weit in den Himmel erstreckte, sowie mit Asche bedeckte Autos und Straßen. Indonesien liegt auf dem sogenannten Pazifischen Feuerring und hat nach Angaben der Vulkanologiebehörde 127 aktive Vulkane.